Nennen wir einfach mal Gothic 1. Das wird ein Medieval RPG auf dem G64. Mit User-Grafikus, zwar viel Startpotenzial und kriegt schon einen Bug am Start. So, die Engine wird alles voll hochgenommen. Okay. Super Mario ist nun weg vom Markt. 2777 Einheiten, also fast gar nicht verkauft, entspricht gar nicht der Realität. So, dieses Spiel wird mal alles reiß gleich bebastelt. Und da entstehen schon wieder ein paar Bugs. Industry News. According to rumors, the Japanese company Nintendo was planning to launch its very own home gaming console. Nintendo is known for the widely successful arcade game Dinky King. Many industry experts doubt that home gaming console will take off, but we are eager to see what Nintendo will deliver. Für die, die es nicht verstanden haben, wird es Nintendo ist gemeint mit Donkey Kong. So, man kann jetzt hier noch ein bisschen warten, sehe ich gerade, dann wird das Spiel immer noch besser. Aber wir finishen das Spiel jetzt. So, und da sind wir Level 2. Level 1 sind wir geblieben. Level 2. Level 2. Und Level 2. Und Level 2. Wir releasen das Game natürlich. Und wir hoffen mal auf gute Verkäufe. Game Review. The first review for Gothic 1 came in. Pretty bad. So, and that has its moments. Not much fun. Würde mich jetzt hier trollen. Uninspirierend. Ey, ich habe so viel in das Projekt reingesetzt. Today, Nintendo has confirmed recent rumors and announced their plans to release a new home gaming console called TES The Elder Scrolls. Achso. Nicht. Ja, wie hieß er? NES. Early next year, the console features cartridge-based games in the initially designed controller. Okay. Gut, Gothic läuft schon mal viel besser als wie hieß es? Super Mario. Also Super Mario war wirklich ein Flop. Thank you. To Florian from Patreon. Hi Florian, we are the creators of game and would like to thank you very much for paying for purchasing the game and supporting us. Game Dev Tycoon is our very first game and it means a lot to us that you are enjoying it. With your purchase, you support our little startup, and this will hopefully make sure that we can bring more games in the future. Seriously, you rock. Thank you very much, and have fun with Game Dev Tycoon. Patrick and Tanya Clark, Greenheart Games. Da könnt ihr es auch kaufen übrigens. So, die Verkäufe gehen runter, aber trotzdem, sage ich mal so, es lief schon mal besser an. So. Neues Spiel. Und wir würden
Nee, Gothic 2 nicht. Wir bringen FIFA. So, Pictoric Sport. Pick Genre. Sportsimulation. Auf dem G64 natürlich. Kostet zwar ein bisschen mehr, also das kostet auch mehr. Und direkt ein Bug. So, die Engine. Story Quest brauchen wir gar nicht. Ich hätte das FIFA 90 nennen müssen. Dialoge komplett aus. Level Design ungefähr. Das aber hier gegnerische Intelligenz. So, Gothic 1 ist nun vom Markt runter und hat uns 7433 Verkäufe gebracht. Okay, das World Design brauchen wir eigentlich nicht so groß. Da ist mir die Grafik schon lieber. So, die Bugs erwarten, bis die weg sind. Oh, der NES ist draußen. So, das Spiel wird released. Und wir kriegen wieder Erfahrungen. Level 2, Level 2, Level 2. Level 2. Level 2. Ja. Release Game. So, gleich ein neues Spiel rausbringen für den NES. Und zwar so. Nee. The Legend. Vertippt auf Zelda. Das ist ein Mittelalter Action Adventure. Was, die Lizenz kostet 80.000? Okay, dann müssen wir warten. Play it for days. Wow, fuck, haben wir gute Bewertung. Their focus on graphics serves this game very well. Very enjoyable. Oh, hier kriegen wir beste Zahlen. Hier kriegen wir beste Verkäufe. Great, all games. Okay, das wird ein gutes Spiel. FIFA wird sehr, sehr gut verkauft. Uiuiui. Uiuiui. Das müssen wir gleich mit dem NES. Mit Zelda 1 hat reicht. Ich gebe jetzt das ja nicht in den Namen ein. So, Medieval Action. Und 80.000 die Lizenz, genau. So, und dann starten wir mal. Das erste Spiel auf dem NES. Ja, bei Zelda muss die Engine nicht so stark sein. Da muss eigentlich mehr auf Story und Quests gedeckt werden. Aber okay, FIFA geht raus wie warme Semmeln. Und die Verkäufe werden immer besser. So, Dialoge, Level Design. Die Intelligenz muss nicht so gut sein. Ich hoffe mal, dass die Verkäufe gut laufen werden. Das wäre nämlich richtig gut. So. Das World Design muss höher, dafür die Grafik runter und der Sound runter. Local News. Hi, I'm Carolyn Richards von Local News. I've heard you requested to work in your next game on Wood Love to do an interview. Ja, okay. Come on, it's great. Thank you for your time. This interview should publish soon. Okay. Du,
Developing a great game is not the only recipe for success. It is essential to build hype to ensure that players are excited about your game. In the beginning of your career, hype is mostly generated through random events, but once you gain more experience, you can use marketing and other strategies, um Hype zu erzeugen. Boah, der FIFA wird immer noch verkauft. Okay, wir haben Hype 8. Das heißt, die Leute erwarten dringend ein neues Spiel. Uiuiui. 230.000 fast haben wir bekommen und 32.700 wurden verkauft. Der Bug muss weg. So, und rausbringen. 15. So, ich hoffe, die Verkäufe sind einigermaßen gut. Ich erwarte mir nicht viel davon. Weil Zelda ist eigentlich kein Mittelalter-Spiel, aber sieht man ja, dass ich das noch nicht richtig auswählen konnte. So, Release Game. So, die ersten Reviews. Could have been more. Have seen better. Wurde schon mal besser gesehen, glaube ich nicht. Enjoyable. Und die haben immer die besten Bewertungen eigentlich. Oder auch nicht. They shouldn't forget about Engine. Okay. Wie sehen die Verkäufe aus? Eigentlich müssen wir schon das nächste Spiel da rauswerfen. Aber jetzt machen wir erstmal Contract Work. Um ein bisschen besser zu werden. Okay, also FIFA hat uns wirklich sehr, sehr viel gebracht. So, Contract. Successful. Wir machen gleich noch den nächsten. You didn't complete the contract on time. Okay, minus 9k. So, neues Spiel. Lücken. Füller. So, das wird ein Lückenfüller-Spiel. Wird ein Space-Simulation. Nee, Weltraumstrategie, genau. Ah, oh, wie heißt das? Ah, oh, wie heißt denn das jetzt? Ah, oh, wartet mal, ich muss mal ganz schnell gucken. Spieletipps.de. Enemy. Unknown heißt. XCOM, genau, XCOM heißt es. XCOM. XCOM, so heißt es. Plattform Open Nintendo Entertainment System. So, hier müssen wir die Story und die Quests nicht so hoch nehmen. Hier muss die Engine gut laufen. So soll da ins. Okay, der NES ist jetzt auf dem Markt. So, Dialoge können wir auch nehmen. Und die künstliche Intelligenz. Dafür das Level-Design weniger. Ey, das Spiel, das fixt übelst. Und dann sage ich nach dem Anfang der Aufnahme, vielleicht bin ich das Spiel nicht, verstehe, spiele ich nicht. Dabei ist das übelst sich geil. So, Grafik. Ja, der Sound muss schön hoch. Na gut, eigentlich muss das Weltendesign auch hoch. Für ein Strategiespiel. Sehr gut aussehen. So, jetzt müssen noch die Bugs weg. Da kommt schon wieder einer neu dazu. Und dann finish mal das Spiel. So, New Topic, New Combo. Gibt schöne Erfahrung.
Und sind wir vielleicht schon Level 3. So, Release Gamer.